Du müsstest eigentlich laut genug sein. Ich muss in die Scheiß-Kontrolle. Zentrieren. Die Armbändchen ummachen. Ich muss auch mal gucken, das musst du mir dann halt sagen, ob die Position von der Kamera halbwegs passt. Wie schaut das Bild aus? Das Wackelige hier ist wahrscheinlich ich gerade. Problem wird sein, hier der Tisch. Ich muss ein Stückchen zurück. Ich hoffe, den Greenscreen verbaut es jetzt nicht. Weil sonst greife ich. Ich muss hier mit dem Arm immer nach unten greifen, um den zu bewegen. Jetzt sind sie weg, oder? Ist da ein Riss in der Scheibe? Das ist jetzt über irgendwo geschickt. Ich bin im Raumschiff und da ist ein Riss in der Scheibe. Okay. Ach ja. Sieht man das hier, da wo ich gerade hingucke? Also im Prinzip da. Das kann ich sogar zeigen. Da ist so ein Riss oder angedeuteter Riss. Ich bin mal gespannt. Erstmal das Tutorial vorhin fertig machen. Das für den Captain habe ich schon gemacht. Und du könntest kurz sagen, ob der Ton im Stream passt. Scheiße, ich muss wieder zurück. Da kann ich noch nichts. Gut, dann passt das. Ich habe eine Aufnahmetest gemacht, aber ich wollte halt. Dann ist das das Echo. Dann muss ich wirklich noch den Spuckschutz. Beziehungsweise fürs normale Zocken werde ich es dann auch nicht so verwenden. Aber für den Stream wollte ich das jetzt halt nehmen und dann, wenn der Ständer auch mal funktioniert, kann ich an das Mikro auch unten Mikrofon, dann kann ich mit Kopfhörer stöpseln, dann brauche ich nicht mehr das Headset die ganze Zeit zu tragen. Ich gehe schon mal in den Trainingsraum, dass man mal gucken kann, wo ich mit der Cam hin muss. Ja. Da man heute von mir nur meinen Mund sieht, habe ich mir gedacht, ich rasiere mich mal extra. Jep. Okay, das sieht eklig aus. Hallo, sagt Jürgen. Jetzt mal kurz die Kamera. Passt die oder ist die im Weg? Ich würde mal sagen, ich tue die in der obere Ecke rein, oder? Weil alles dreht sich eigentlich unten rum, dann tue ich die bestimmt mal nach oben. Hallo, Sophie. Kamera, wo? Da. Ich kann ja das Bild wegmachen. Na toll, jetzt seht ihr meine Oberschenkel. Na toll. Jetzt ist weg und jetzt siehst du meine Oberschenkel. Na toll. Kamera passt. Ich habe total vergessen, wenn ich nach hinten rutsche, dann sieht man halt auch mehr von mir. Gut.
Ich hoffe mal nicht, dass es einen Strike von Amazon deswegen gibt. So. So, wieder Kameraperspektive ausrichten. So. Kapitän habe ich schon durchgemacht, da war eigentlich nichts Interessantes. Da wurde halt hier die einzelnen Knöpfe erklärt und so. Jetzt machen wir mal Steuermann. Merkt man so stark. Gut, ich habe wieder die Auflösung hochgedreht, beziehungsweise Moment, passt das überhaupt, was ihr seht? Das müssen wir kurz gucken. Ja, passt. Ihr seht das volle Spiel, weil das ist ja schon ein paar Mal passiert, dass ich da irgendwas gespielt habe und dann war bloß die Hälfte zu sehen. Mit der VR-Brille. Nee, das passt. Ja, ich habe wieder auf 6000 gedreht. Also kurz zur Erklärung zum Spiel. Es gibt diese vier Positionen hinter mir. Der Platz ist jetzt frei als Kapitän, Steuermann, Waffenoffizier und Wissenschaftsoffizier. Das Spiel ist eigentlich fast Multiplayer. Es gibt ein Einzelspiel, das wollen wir heute mal probieren. Multiplayer ist halt jede Position von einem Menschen besetzt, im Einzelspieler durch KI. Und das Tutorial erklärt jetzt halt mal so grob, was man machen kann. Im Prinzip diese Handdinger hier verwende ich dazu, dass die Hände sich bewegen. Gut, das war die lokale Karte. Das wird ja richtig kompliziert. Zum Glück sind keine Bäume im Weltraum. Ja, das könnte dann böse enden. Okay. Baum des Lebens ungefähr dann, ja. Genau. Habe ich schon gemacht. Jetzt lass mich dahin fliegen. Ja. Ja, toll. Jetzt muss ich hier auch den. Okay, da habe ich einen HUD, wo es dann anzeigt. Ich höre keine Musik, kann das sein? Ja, genau. Ah, okay. Jetzt hatte ich gerade einen Tonaussetzer.
drauf zu drehen. Okay, das ist im Prinzip wie jede andere Station auch. Also mal so kurz durch. Das ist ja fast wie bei World of Warships jetzt. Nee, dafür Planeten, Sonnen und so weiter. Und dieser grüne Bereich, du hörst ja gerade nicht, dieser grüne Bereich hier, wo ich jetzt dann zeige, wenn du es dann siehst, wenn da ein feindliches und ein anderes Schiff reinkommt, dann kann es mich erkennen. Also wirklich fast wie bei World of Warships. Okay, die Hilfe anblenden. Gut, Hilfe anblenden. Kurswarp. Ägäis. Feindliche Subsysteme stören. Ziele auf der Ägäis beamen. Was für eine Ägäis? Antriebsschub für lokale Reisen. Antriebsschubkontrolle des Schiffingenieurs. Okay. Okay. Hat mich verlassen. Dann muss man. Das war's schon. Streitet ihr euch jetzt um den Platz hier? Ziel auswählen. Ja. Juhu, ich darf endlich schießen. Jetzt darf ich scannen, na toll. Nee, ich darf noch nicht schießen, es ist ja noch Training. Irgendwie habe ich jetzt einen Hänger. Ich sehe noch labern, aber ich höre nichts mehr. Warum? Ist mein Sound jetzt weg? Toll. Hörst du mich noch? Hallo? Shizuka? Test. Irgendwas hat sich gerade aufgehängt. Irgendein Ton wollte jetzt nicht mehr. Hört ihr mich noch? Man hört keinen Ingame-Sound. Okay, ja. Entschuldigung, aber das ist, wenn man halt blind. So, hörst du mich wieder? Ich höre dich auch nicht. Irgendwie. Da war ein Fiepsen des Todes. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ach, Scheiße.
Moment. Scannen. Stop. Nee, ich habe absolut gar keinen Sand gerade irgendwie. Hört ihr mich noch? Also das ist die nächste Frage. Ihr hört mich noch? Ja, okay. Aber hier im Teamspeak, als wenn es meine Kopfhörer. Ich muss die Oculus schon wieder einsenden. Willst du mich jetzt verarschen? Sag mal kurz was. Jetzt tut's wieder. Das ist das scheiß Kabel. Also gut, ich weiß, was ich als nächstes tun muss. Ich muss mir ein neues. Muss reklamieren, das Kabel, was hier oben reingeht. Das ist wohl locker. Das ist schon ein paar Mal passiert. Ich habe bloß nicht gewusst, dass es auch rein der Sound ist. Normalerweise verschwindet dann komplett das Headset, aber scheinbar auch der Ton. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. So, Controller. Ich will jetzt verarschen, ihr Zettel. Geht doch. Würde ich jetzt aber sagen, wir gehen direkt in die Einzel. Das Bild vom Spiel wieder da. Sehr gut. Und Ton müsstet ihr jetzt auch wieder sehen. Können die anderen ja mal sagen. Ja, ihr müsst jetzt sehen, wie der Ton durch den Raum schwebt. Nein. Morgen. Ist immer ganz fasziniert von meinem. Egal. Mit einer KI-Crew spielen, das probieren wir jetzt einfach mal. Wollen die mich jetzt verarschen? Führe ich die ganze Zeit Selbstgespräche und jetzt fragen sie sich, warum von was von. Psychologe und so. Sie singt jetzt. Also seid froh. Ich gehe nochmal geschwind auf die, ich starte mal Teamspeak nochmal. Nein, Moment. Einmal mit Profis und dann bin ich dabei. Sag mal was. Sie tun es nicht.
Ich verstehe auch gerade nicht, warum. Das ist das. Sie haben wahrscheinlich auch vom Spiel die ganze Zeit nichts gehört und nichts gesagt. Ja, aber das war da, wo ich gedacht habe, ich sei gecrashed. Das liegt aber daran, dass ich hier. Ach, Scheiße. Wir nehmen. Okay, sag mal was. Test 1, 2, 3. Jetzt solltet ihr es auch wieder hören. Ach Mensch, einmal mit möchte gern Profis. Ja, dann seid ihr bei mir richtig. Yay! Sie hören mich. Okay, alles klar. Dankeschön. Ich nehme an, dass da oben ist mein Raumschiff. Schön. Ich kann auswählen, Jetzt Kapitän. Ja? habt ihr mich die ganze Zeit nicht gehört? Oder Die nur jetzt, die letzten paar Minuten? das würde mich auch mal interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren. Weil jetzt verstehe ich auch, was Inception meinte damit, dass du jemanden zum Vorlesen brauchst. Das könnte es erklären. Okay, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Nee, haben Sie also die ganze Zeit gedacht, ich führe Selbstgespräche? Und keiner hat was gesagt. Gut, dann weiß ich, was ihr von mir Naja. denkt. Also viel auswählen kann ich noch nicht. Ich muss als Kapitän spielen. Und Campaign-Mission oder Original Enterprise ergebnis nehmen wir mir einfach mal. Testfahrt, Episode 1, hier noch mehr Testfahrt. Fangen wir vorne an. Klickst du da drauf, du Ist Sch immer gut, von vorne anfangen. ist gesperrt. Achso, ich war jetzt so langsam. Also, Winter, bei Hörnerice wäre ich mir da nicht so sicher, dass der keine Selbstgespräche führt. Moment mal. Das heißt also, du bist gar nicht da. Ich rede immer noch mit mir selber. Das würde so einiges erklären. Nein. Computerlogbuch, Sternzeit Nee. 2258,161. Meine Crew ist versammelt und wir bereiten uns auf unsere Expedition in den Graben vor. Vor dem Start hat uns das Sternenflottenkommando allerdings noch gebeten, eine letzte Übung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Aegis einsatzbereit ist und natürlich, um die Fähigkeiten von Captain und Crew zu testen. So, mal kurz Intro. Captain, wir erhalten eine Nachricht von Deep Space K7. Da drüben. Ja, dann auf den Schirm bitte. Scheiße, wo war denn das nochmal? Scheiße. Ich muss weiter nach hinten. Impuls. Öffne den Kanal. Aegis, ein Frachter will andocken und zuletzt hatten wir ein paar Probleme mit dem Schmuggel von invasiven Spezies. Es wäre gut, wenn Sie unterwegs sicherstellen könnten, dass das Schiff keine wilden Kreaturen transportiert. Okay, keine wilden Kreaturen, das ist der da. Kurs setzen. Fährst du mal dahin? Status. Das war. Nein, Moment, das war die Taste. Genau. Hier, Ein, zwei sicher. ich habe die Voll. Aufgabealgorithmen verändert. Könnten Sie nachsehen? Ich sehe es mir an. Dann habe ich was gut. Sieht recht hübsch aus, die Brücke. Also, aber allerdings ein bisschen Ja. so in den Style von den neuen Star Trek-Filmen gehalten. So, Standort der Web. Die Regeln aus Scannen. Status, Scan war. Nein, die Taste. Ziel, Aye, Scan. Captain. Ziel gewählt. Scannen. Ich hoffe, die fliegen jetzt nicht gegen die Station. Nee, der hat's drauf. Hi Piratenmaus, liebe Grüße zurück Hallo Piratenmaus. an Helrik. Genau. Grüße an Helrik auch. Und danke für den ersten Upvote. Er wird dann schon wissen, was ich meine. Da könntest du mal ein bisschen schneller fliegen, du Scheißding. Ah.
ungewöhnlichen Lebensformen an Bord des Frachters, Captain. Ich teile K7 mit, dass das Schiff sauber ist. Dann machen wir. Per Warp nach Hydra, um Patrouille fortzusetzen. Okay, dann fliegen wir mal per Warp nach Hydra. Dick. Und Dip. Dip. Nein. Das war der falsche. Nein. Energie. Alles klar. Priorisiere so. Energie für Antriebe. Antriebe, Ziel setzen. Ja, Ziel setzen. Setzt du das Ziel? Wo ist Spock? Ich glaube, der hat Urlaub gerade, oder? Ja, der dürfte wahrscheinlich gerade Urlaub haben. Okay, Ziel gesetzt. Also ich glaube, der ist irgendwo auf... Ach, verdammt, wie hieß der Planet, der ist auf, wo er auf Urlaub ist? Hab den Namen schon wieder vergessen. Und das soll... Bleiben an ihm dran. Ich hab doch ein anderes Ziel gesetzt, verdammte Scheiße, dann muss ich hier was deaktivieren. So, Warp. Bestimme Auswahl, ja, hab ich. Den da angucken und... Ei, ei, Captain, ich bringe Sie zum Stillstand. Irgendwas habe ich gerade vergessen, was ich machen müsste. System reparieren, Energie und Gefäße, nein. Was war das? Subsysteme anvisieren, nein. Ich möchte nicht, dass du irgendwen angreifst. Ich möchte, dass du Warp setzt. Aber nicht so schwer sein. Warp. Anscheinend doch. Warp dahin. Genau, jetzt sieht man es auf dem Map. Also da sieht man schon, auf dem Dings ist es markiert. Und eigentlich müsste ich jetzt dem hier... sagen, er soll da hinfliegen, aber nein. Weil das ist ja der Steuermann, und dem sage ich, der soll fliegen. Irgendwas habe ich vergessen. Vergisst immer irgendwas. Ja, das ist... ja, das ist... normal. Ist markiert. Da, Warpkurs festlegen, habe ich doch. Ich versag schon beim Warpsetzen, das ist wieder typisch ich. Energie auf Antriebe habe ich gesetzt. Verstanden, volle Energie für Antriebe. Ja, aber jetzt dürftest du eigentlich im Warpantrieb setzen, aber ich kann das nicht auswählen. Okay. Warpkurs festgelegt. Ja, hab ich. Dann setz doch auch bitte. Ach, Warp vorbereitet. Ich muss in die Mitte kommen. Passe die Energie an. Kurs für Warpsprung steht. Passe Warpvektor an. Warpvektor ausgerichtet. Es gibt also, wenn ich die Jungs anschaue und den Namen, dann bekomme ich sozusagen das Menü der Station. Und wenn ich in die Mitte gucke, dann ist es an die gesamte Crew. Und da ist dann natürlich Warp, weil der da und die da müssen zusammenarbeiten. Ja. Aber es zieht ab und zu mal. Also in Septium, du hast ja gesagt, die wird immer noch ein bisschen leicht schlecht. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal einen Hänger genommen. USS Aegis, mein Schiff hatte einen totalen Energieverlust und unsere Lebenserhaltungssysteme sind am Ende. Wir sind zu sechst. Ich bitte Sie, uns umgehend an Bord zu nehmen. Okay, gleich eine Rettungsmission. Wenn ich jetzt noch wüsste, da. Gamma. Damp. Bis ich das jetzt gesetzt habe. Sind die wahrscheinlich Impulsverbreiten? Kein Bestimmungspunkt. Inception meint, inzwischen geht's, egal bei welchem Game. Okay.
kann ich dich da nicht auswählen. Ich kann den Impuls nicht vorbereiten. Ich bin auf der Impulskarte und klicke hier auf. Oder habe ich schon was auf der lokalen Karte? Ach, ich habe schon was auf der lokalen Karte. Nee. Hi, Captain. Folgen dem Ziel. Volle Hi, Kraft. Captain. Volle Kraft voraus. Und du bitte scannen. Neues Ziel erfasst. Ich habe mit mir als Captain werden die schon längst krepiert. Aber ich finde es von der Grafik recht hübsch gemacht, muss ich sagen. Also. Scanne sie. Ja, ist recht nice. Gut, Details haben sie jetzt halt ein bisschen wenig, aber mein Gott, das ist halt ein Raumschiff. Eine Brücke. Ja. Außenansicht geht, da haben sie sich drum gekümmert, das passt auch. Ja. Kannst du auch durch die Gegend laufen? Nein. Man ist in die, das haben sie auch schon kritisiert. Scan abgeschlossen. Lebenszeichen entdeckt. Man ist hier komplett auf. Toll. Ziel erfasst. Die haben, gut, das ist jetzt das erste Spiel dieser Art, aber es gibt schon Beschwerden, das ist witzig. Und die 28 Euro ist scheinbar auch wert. Aber. Energie. Was gibt es zu lachen? Ja, mit dem Pop ist auf den Stuhl getackert. Ja. Ja. Quasi. So in etwa. Da haben sie sich drüber beschwert, aber ich denke mal, für den ersten Ansatz, also auch von ist ja von Ubisoft. Eigentlich wollte ich ja kein Ubisoft-Spiel mehr kaufen, aber da habe ich noch zugeschlagen. Und für 28 Euro kann man da echt nichts sagen. Eine Prioritätsnachricht vom Sternenflottenkommando. Okay. Öffne den Kanal. Captain, wir haben den Kontakt zu einem unserer Beobachtungsschiffe verloren, der USS Nicholson. Sie sind am nächsten an ihrer letzten bekannten Position. Finden Sie das Schiff und leisten Sie Hilfe. Wir schicken Ihnen jetzt die Koordinaten. Sternenflotte, Ende. Die USS Nicholson. Okay. Reisevektor wird berechnet. Dann berechnen wir. Impuls vorbereiten. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Setze Kurs für F-Check Nicholson. Hallo Jack Nicholson. Erzählt mal ein bisschen, wie war der Tag, solange wir hier durch die Gegend walken? Schieße, du kannst ja anfangen. Wie war mein Tag? Ätzend? Doch so schön. Ja, so schön. Wie hat es dann beim Pferdchen, beim Hotelhüß keinen Spaß gemacht? Ja doch, das schon. Das schon. Das hat meinen Tag etwas aufgeheitert. Gut. Aber eine Stunde bei den Pferdchen macht keinen Tag schön, der irgendwie davor 10 Stunden Kacke war oder so. Nee, 10 Stunden auch nicht. Nee. Nee, ganz so lange auch noch nicht. Jetzt müsste ich rechnen, wie lange ich schon wach bin. Kein Bock. Ziehen wir sie an und nehmen schweren Schaden. Wir sollten auf Distanz bleiben. Gravitationsminen, ja, toll, super. Die Umgebung stört die Effizienz unserer Sensoren, Captain. Wir erfassen dennoch Plasma-Kühlmitteleinschlüsse. Das könnte uns helfen, die Nicholson aufzuspüren. Ach, der Junge, jetzt müssen wir da erzählt ihr mal, wie euer Tag so war. Ja.
Und nein, wir sind überhaupt nicht neugierig oder so. Nein, gar nicht, gar nicht. Gravitationsminen ausweichen. Ich gehe mal davon aus, das sind die Gravitationsminen. Da müssen wir hin. Was bist du? Eine Anomalie. Dann fliegen wir nochmal geradeaus. Du. Aye, aye, Captain. Gehe auf vollen Schuh. Wieso merke ich noch nichts machen, jetzt bewegt sich's. So, jetzt hätte ich gern, dass du nicht. Okay, Septionstag war eigentlich ganz gut. Das hört sich ja schon mal schön an. So, voller Halb bitte. Ei, verstanden. Ei, ei, passe die Richtung an. Und jetzt fliegst du von dem Ding. Nein. Ich möchte doch dahin. Wir müssen dahin. Ei, ei, Captain. Wir reden über irgendwelche Kalibrierungen, wenn wir hier durchs Minenfeld, Asteroidenfeld, Minenfeld durchfliegen müssen. Jetzt ist der Ton wieder weg. Boah! Ihr hört mich nicht, nehme ich mal an. Nee, so hat es keinen Wert. Ihr hört mich noch, aber das Spiel ist wieder weg. Das heißt, mein Headset. Das hat so keinen Wert. Weil der Sound ist wieder weg. Ich könnte jetzt mal versuchen. Moment. Dein Tag war auch gut. Das freut mich zu hören. Schieße, sag mal kurz bitte was. Okay, ich muss mit normalem Headset, also die Kopf, also ich muss definitiv. Kurz Pause bitte, wo war Pause? Da. Ich muss mein Headset eintauschen lassen. Das ist wohl wirklich defekt, was die Kopfhörer angeht. Ich schraube die mal kurz ab, dass ich hier mit normalen Kopfhörern wieder spielen kann. Es tut mir leid. Aber ihr seid es ja von mir nicht anders gewohnt, dieses unprofessionell. Aber dass es so Probleme macht, das Headset, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sonst hätte ich heute das gar nicht angefangen, sondern noch gewartet. So. Jetzt ist die Frage, sehen die Leute hören wahrscheinlich noch nicht, da muss ich noch wieder umstellen. Bei den Audios auf nicht die Rift, sondern hier. So. Jetzt solltet ihr wieder Ingame-Sound haben und auch die liebliche Stimme von Shizuka hören. Sag mal kurz bitte was. Test 1, 2, 3. Passt. Und jetzt geht meine Brille nicht. Wow.
Okay, nochmal gerettet wird, aber definitiv eingeschickt. Weil die ist kaputt. Und jetzt bin ich wo? So. Wir waren dabei, uns zu nähern. Wir haben uns genährt. Scan. Ich hoffe, es geht jetzt voll ohne Probleme. Ich habe jetzt halt wieder das normale Headset auf dem Kopf. Ja. Alles klar. Aktualisiere Ziel. Schreibt mal im Chat, ob ihr alles hört. Und was seht so vor allem, oder? Ja, es gibt sehen. Kannst du ja auch. Sehen klappt einwandfrei. Hören ist das, was ich nicht beurteilen kann. Die Sensoren erfassen ein Notsignal, aber es ist keine Frequenz der Föderation. Ein ziviles Schiff scheint auch Hilfe zu brauchen. Okay. Ich erfasse ein Signal. Okay, Pirate Maus meint, sie hört alles. Auf dem Schiff. Perfekt, dankeschön. Beaches, laut unserem Ingenieur befinden sich unsere Antriebe in einer Art Fehlfunktionszyklus. Könnten Sie einen temporären Override durchführen? Das sollte uns helfen. Das gefällt mir nicht, wo die mich hinlocken okay, wollen. Okay, Chion, will ich wissen, was du gemacht hast? Wieso, was schreibst du denn? Ich habe gerade das ekligste, was ich jemals machen könnte, gemacht und werde jetzt nie wieder den Mülleimer im Bad anfassen. Nein, das wollen wir nicht wissen. Okay, danke, Winter. Die Anomalie festgestellt. Captain, wechsle wir Ziel. Haben das Ziel erreicht. Initiiere Scan. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Okay, ist analysiert. Jetzt haben wir C-Scan. Jetzt muss ich allerdings noch zu dem Ding da. Und okay. Aye, aye, Captain. Bleiben an Ihnen dran. Problem ist die scheiß Gravitationsmine. Ich kann von dem Scheiß. Nee, nicht lassen. Nein. Zurück. Hat die Gravitationsmine uns jetzt ignoriert oder nicht? Nein, sie klebt uns am Arsch. Scheiße. Ei, erfasse das Ziel. Scan initiiert. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Waffen. Könntest du bitte die Phase abfeuern, wenn ich dir sage, du sollst die Phase abfeuern? Was heißt da kein Ziel? Da kommt die nächste. Ziele. Scanne. Gut, das waren ein paar Minen, die uns jetzt erwischt haben, aber. Scan abgeschlossen, Captain. Hi, Van. Hallo, Benson. Das. Geschwindigkeit, Ziel, Ausweichen, 90 zu mehr. Wir sind ganz. Ja, was soll ich jetzt mit dem Ding hier machen mit dem Schiff? Antriebssubsysteme werden. Okay, Subsystem mit. Systemzugriff. Antriebsstörung. Ich starte einen Störversuch. Erfasse neues Ziel. Zielsystem. Das Problem scheint behoben. Ab jetzt sollten wir alleine klarkommen. Gut. Danke für die Hilfe. Sie haben uns das Leben gerettet. Hi, Captain.
Damit hätten wir die Aufgabe auch erledigt. Sehr schön. Wir kommen vom Fleck. Fliegen in die Anomalie. Also wenn wir jetzt in die Anomalie fliegen, dann ist die Karte aber sehr ungenau. Was war das? Bericht! Hallo! Keiner spricht mit mir. Die Crew ist nichts zu taugen. Müssen wir mal Ersatz holen. Ja, echt jetzt. Alles klar. Wechsle. Was stellst du noch so untaugliche Nichtsnutze ein? Ein Raho, eine Holy, eine Tnar und der Rest hat keinen Namen. Das verschollene Schiff erscheint jetzt auf den Sensoren, Captain. Wir werden gerufen. Fliegen aus der Anomalie. Hier spricht die USS Nicholson. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Der Großteil meiner Crew ist entkommen, aber ein paar sind im Bugraum gefangen. Sie müssen sie vom Schiff bringen und dann... Seption meinte, nächstes Mal wäre er dabei. Sehr schön. Auf Lebenscan. Ziel analysieren. Initiiere Scan. Gut, von dem Schiff ist nicht wirklich was übrig geblieben. Was ist das? Das sind die Warp-Gondeln und der Mitteltrick. Transport von Ziel. Deaktiviere Schild. Transporter Zielerfassung läuft. Ja, könntest du ein bisschen schneller machen mit dem Beam? Da steht Warp, das zählt irgendeine Zeit runter, das ist nicht gut. Energie. Selbstzerstörung in. Genau. ich müsste wieder weg. Flieg mal da rein, das sieht weit genug aus. Ei, verstanden. Volle Kraft. Maximaler Schub. Ich hätte gern von dir, dass du alle bestätigt auf Energie. Maximiere Energie für Antriebe. Ei, ei, Schiff, stopp. Ei, ei, Captain. Bleiben an ihnen dran. Muss ich das jetzt zerstören oder nicht? Minimaler Sicherheitsabstand 20 Kilometer. Ich würde das aber gerne angucken. Wo ist es denn? Hallo? Da. Oh, wir sind so nah dran. Geschwindigkeit. Ei, ei, halber Schub. Nein. Ei. Genau, wir fliegen von dem Ziel weg. Genauso muss es sein. Ich kann doch hier auf Bildschirm. Genau, Ziel. Genau, das war doch auch noch. Vergrößerung. Elf Kilometer, 9, 12. Ja, wir kommen langsam weg, das ist schon mal das Gute. Ach, ich soll sie zerstören. Ja, toll. Ja, hebe Schilde. Waffen. Ich glaube, er weiß selber nicht so ganz genau, was er da treibt, Ben. Oh, ich war zu nah. Wie eigentlich immer. Plasma Eindämmungsfelder gesperrt. Captain, Neues vom Sternenflottenkommando. Sie schicken uns neue Koordinaten. Ich hätte gern erstmal den Status. Nee, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich bin gerade noch selbst Ich hab doch gesagt, hi, Ben. Mensch, hör zu. Haha, Ben. Könntest du bitte. Da war auch hier Systemreparatur. Nö, ist doch alles ganz. Passt ja. Passt ja. Wir sollen woanders hin. Wir sollen zur neutralen Zone.
Torpedos entschärft. Antriebsenergie für Impuls. Bereite Impuls. Vincent, ich glaube, er ist im Weltall auf der Suche nach Bäumen, die bisher noch nicht entdeckt wurden. Genau. Genau. In weit, weit entfernte Galaxien auf der Suche nach dem ewigen Baum. Ja. So ungefähr. Hätte ich eigentlich als Streamtitel sagen können, ich werde auch im Weltraum einen Baum finden. Shuttle-Sicherheitsdienst bestätigt. Gleiche Energie aus. Ja. Leite Energie zu Impulsantrieben um. Lege Kurs für Impuls fest. Was mich halt wirklich stürzt, ist ab und zu hast du, wenn ich weiß nicht, ob man das im Stream auch sieht, wenn ich den Kopf bewege, kurze Hänger. Also das habe ich im Spiel, die Hänger. Oh, meine Hülle ist beschädigt. Also mir wäre da bis jetzt noch nichts aufgefallen. Okay, gut. Ja, scheinbar will Hörnchen Groot finden. Oder Groot oder keine Ahnung. Gut. Wie das ausgesprochen wird. Genau. Wirf Groot, was? Wirf Groot, was? Echter Kaboshi Maru Test. Die lassen mich echt den Kaboshi Maru Test machen. Kobayashi Maru Test. Kennst du den Test? Nee, aber es steht Kobayashi und nicht Kobashi. Ja, ja. Das ist der Test, wo Captain Kirk gecheatet hat, weil er eigentlich unlösbar ist. Ah. Genau. Ich habe Star Trek nie gesehen, muss ich gestehen. Ach, Mann, mir. Was machen wir jetzt? Muss man sich mal. Ja, sowieso. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Weil auf der anderen Seite steht Konfliktsituationen. Kobayashi Marut retten. Neutralzone muss verletzt werden, um in Transportreichweite zu gelangen. Aufgabe 2. Klingonische neutrale Zone nicht verletzen. Die Nichtrettung wird die Kobayashi Maru von Klingonen zerstört. Verletzung der neutralen Zone wird kriegerische Reaktionen der Klingonischen zur Folge haben. Das ist dieser wunderschöne Test mit dem. Na gut, dann gehen wir halt mal Kamikaze, nicht angreifen, sich ziehen. Auf der einen Seite hast du die Mission, die zu retten, auf der anderen Seite darfst du eigentlich nicht in die neutrale Zone einfliegen. Das ist so eine Art Pufferzone in Star Trek. Ja. Tja. Wie machst du das dann? Wir nähern uns der neutralen Klingonenzone, Captain. Indem ich einfach gnadenlos reinfliegen werde. Stand. Schilde aktiviert. Torpedos scharf. Okay, im Cheaten, Vincent meint, im Cheaten bist du ja Weltmeister. Wenn ich? Nein. Wenn er aus der Dusche zurückkommt, dann will er dich weiter trollen, so wie du ihn bei Ria drüben. Ich habe ihn noch nicht getrollt. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das jetzt glaube, oder? Ich troll doch nie jemanden. Natürlich nicht. Aye, aye, Captain. Volle Kraft voraus. Das ist eine Mine. Ja, das ist eine Mine. Alarmiere die Ärzte. Aye, Captain. Ändere den Kurs. Nein, 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 nein. Ich möchte eigentlich das doch machen. Alles muss man selber machen. Warte.
Aber das tut gleich weh, das tut gleich weh, das tut gleich weh. Hm. Zu spät. So, Ziel nähern. Captain, wir haben das Ziel erreicht. Was haben wir? Das heißt, hier sich Ziel nähern. Folgen dem Ziel. Geht doch. Bleib man ihn. Erfasse neues Ziel. Scan initiiert. Captain, ich empfange ungewöhnliche Sensorechos. Sie deuten auf die kürzliche Verwendung einer Tarnvorrichtung hin. Na toll, Klingon. Alles klar. Schilde gesetzt. Zielerfassung läuft. Natürlich Klingon, was auch sonst. Ja, das ist. Das müssen wir doch schnell genug sein. Captain, wir wurden entdeckt. Schilde verhindert aktiviert. Neuer Kontakt. Feindlich. Aye, aye, Captain. Korrigiere auf neuen Kurs. Die wollen nicht mit mir reden. Scheiße. Ach gut, dann schießen wir halt mal. Waffen. Aye, aye, Captain. Erfasse das Ziel. Aye, aye. Ziel gewählt. Schieße. Oh. Hi, Mary. Yep, Captain Eichhörnchen. Wer hat gehostet oder gefollowt oder sonst irgendwas? Müsst ihr mal kurz vorlesen, dann müsst gleich ein Dings kommen. Hi, Captain. Atze hat gesubbt. Atze! Danke! Du alte Feldlauts. Ja, Captain. Mary ist auch da. Und hallo, Mary. Wie war's laufen? Oh, meine Schuhe. Ja, Atze, du hast irgendwas gemacht. Hast mal wieder Knöpfchen gekickt. Ei, verstanden. Bringe sie auf neuen Kurs. Nein, wir wollen sich nähern. Feindliches Noch eins. Sich zurück. Ich erfasse mehrere Feindkontakte. Okay, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Alles klar. Erfasse neues Ziel. Scanne. Waffen. Torpedosabfahrer. Aktualisiere Ziel. Wie lange dauert die Zielanalyse, bitte? Geht es auch schneller? Barry meint, Laufen war sehr gut. Laufen war sehr gut. Der hat eine Kollegin dabei mit längeren Beinen. Voller Wie sieht die Schiene? Oh, wow. Hui. Gerade hat es mich etwas verspult. Könntest du auch mal deine Phase abfeuern, hier verdammte Scheiße? Ah, jetzt. Ich hab halt keine Torpedos mehr. Dann stirb einfach, dann hast du wieder welche. Kobayashimaru, 25% Hüllenintegrität. Feindkontakte erfasst. Feindschiff zerstört. Okay, eins hätten wir. Verstanden. Kobayashimaru, Hülle bei 10%. Scanne Ziel. Ziel gewählt. Die Kobayashimaru wurde gerade zerstört, Captain. Na toll. Dann heißt es für mich aber auch raus hier. Ne. Bravo, Captain. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi Maru Simulation abgeschlossen. Juhu. Ich weiß, ein solches Szenario ist nicht einfach, aber es ist ein notwendiger Test, sowohl für die Sternenflotte als auch für Sie. Wir haben jetzt alle eine bessere Vorstellung davon, wie Sie reagieren, wenn es keine offensichtlich richtige Antwort gibt.
Aufgrund ihrer Gesamtperformance gebe ich die Aegis nicht nur für die Operation Ferne Ufer frei. Ich empfehle sie zudem als Leiter der Expedition in den Graben. Okay, die Sternenflotte ist verrückt. Die haben mich gerade als Expeditionsleiter befördert. Was? Ja, sag doch, die sind völlig durchgeknallt. Die sind sowas von suizidgefährdet. Ja. Aber sowas von. Das war der Prolog, dann machen wir die nächste Mission noch. Stürmische See. Die USS Ägäis beginnt mit der Erkundung des Grabens und entdeckt seltsame, unbekannte Wunder, ebenso wunderschön wie tödlich. Juhu, wir freuen uns. Computerlogbuch Sternzeit 2258,193. Wir haben möglicherweise eine Welt für die Umsiedlung der Vulkanier entdeckt. Der regierende Siedlungsrat im Graben hat uns die Erlaubnis erteilt, Silva 4 und sein Heimatsystem zu erforschen. Unter der Bedingung, dass wir alle Ergebnisse mit dem Rat teilen. Wir werden vom Forschungsschiff USS Huxley begleitet. Das ist unsere erste Reise in die unbewohnten Regionen des Grabens. Eine Sternenflottennachricht. Ich bringe sie auf den Schirm. Captain, wie ich höre, sind Sie im Begriff aufzubrechen. Bevor Sie ablegen, wollte ich Sie daran erinnern, dass Sie die gesamte Föderation der vereinten Planeten dort draußen repräsentieren. Ich verlasse mich darauf, dass Sie unsere Ideale in höchstem Maße vertreten. Aber keine Sorge, Sie haben das Vertrauen des Sternenflottenkommandos. Viel Glück für Sie und Ihre Crew. Sternenflotte, Ende. Okay, die Sternenflotte ist durchgeknallt. Hallo, Pisa. Wir haben gerufen, Captain. Es ist die Huxley. Aegis, hier spricht Captain Ukwu von der USS Huxley. Systemchecks abgeschlossen. Wir können los. Wir folgen Ihnen, sobald Sie startbereit sind. Die haben das volle Vertrauen in mich gesetzt, dass ich diese diplomatische Mission mache. Hörnchen auf diplomatische Reise. Genau. Ich glaube, die diplomatische Reise, das ist nur ein Vorwand, um dich hochzuwerfen. Das kann natürlich auch sein, weil es einen Arsch der Welt gibt. Hi, ciao. Hallo, ciao. Hallo, Polisa. Wie geht's, Minitroll? Alles gut bei euch? Impuls setzen? Nein. Ja. Hi, hi, Captain. Bereite Warp-Sprung vor. Leite Energie um. Warp-Kurs steht fest. Richte auf Warp-Vektor aus. Was ich halt auch schon gelesen habe, jetzt mehrfach in Kritik, ist, dass wenn du eine zu gute Crew hast, du als Kapitän eigentlich nichts mehr machen musst in dem Spiel. Also eigentlich genau der richtige Job für mich. Okay, das sieht komisch aus. Ist das Absicht? Ich fasse mehrere lokale Energieimpulse in der Nähe. Ich erkenne die Signatur nicht. Ich empfehle, einen davon aktiv zu scannen. Ja, dann scannen wir halt mal. Die USS Huxley hat das System erreicht. Ihre Scan. Ihre Konsole wird aktualisiert. Was war das gerade? Aegis. Halten Sie sich fern von diesen Störungen. Eine ist explodiert, als wir uns genähert haben. Der Schaden ist gering, aber das sollte sich nicht wiederholen. Na toll, jetzt hat's mich verrissen. Fast. Okay. Captain, ich erfasse eine Anzahl Raumstörungen. Die Wellenformen entsprechen einem Plasmasturm der Klasse 1, aber das ganze System ist betroffen. Es könnte die Steuerung beeinflussen. Wir sollten vorsichtig sein. Reisevektor wird berichtet. I. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Bereite Impulskraft vor. Also dieses Lila haben sie aus dem Planeten. Bisher ist alles schön, aber das ist irgendwie komisch. Verlassen die Anomalie. Aye, aye, Captain.
Was zum Henker wie Fliegsturm? Erreichen die Anomalie. Ist der besoffen? Verstanden, Huxley. Warten Sie. Captain, die USS Huxley erhält ungewöhnliche Werte bei ihren Planetenscans. Wir sollten das durch einen eigenen Scan bestätigen. Okay, dann scannen wir halt den Planeten, wenn das sein muss. Die schießen einfach eine Sonde los. Ich aktualisiere ihre Konsole. Ja. Interessant. Silva 4 könnte in der Vergangenheit bewohnbar gewesen sein, aber das hat sich dramatisch verändert. Eine Nachricht von Captain Uku. Captain, mein Wissenschaftlerteam führt planetarische Tiefenscans auf Silva 4 durch. Es wird eine Weile dauern. Sie könnten inzwischen die verbleibenden Gebiete untersuchen, dann sollten wir bei ihrer Rückkehr fertig sein. Okay, die will mich auch los haben. Fahr mal hier. Das ist die erste Mission, wo wirklich eine reine Fliege von A nach C, nach C nach B. Das mit dem Lila, also das sah ein bisschen komisch aus. Auf ihr Zeichen, Captain. Ei, ei. Na, Jörg. Noch so ein lila Planet. Ist das jetzt irgendein Farbfehler bei mir im Spiel oder ist der auch bei euch lila alles? Aber so viel lila halt, so. Ach du Scheiße. Ich erhalte anormale Daten aus dem. So viel Lila ist da nicht. Nur vorn raus. Spursignale aus dem Inneren des Feldes. Vielleicht zu schwach zum Entschlüsseln. Da ist alles lila. Könnte eine Art Notsignal sein. Schilde aktiviert. Mache Torpedos scharf. Was bist du? Was ist das? Was? Alles klar. Wechsle Ziel. Inception meint, du sollst auf die Story warten, dann bekommst du die Antwort. Ah, okay. Oh, gleich macht's bumm. Schilde, 50%. Oh, wir haben tatsächlich schon Kratzer in der Höhle. Shizuka, warst du mit dem Schiff mal einkaufen? Oder wo kommt der Kratzer da vorne rechts her? Der Sturm verstärkt sich, Captain. Und laut diesen Daten wird das voraussichtlich. Ich weiß nicht. Ja. Moment. Schnell den Schlüssel verstecken. Da sind noch mehr von den Dingen, aber ich kann jetzt dummerweise nicht sagen, dass er. Ja, das hätten sie ein bisschen intelligenter machen können. Hallo? Oh. Was war das? Was ist der Status? Wir betreten die Anomalie. Schilde, 25%. Oh, Merk, Energie auf die Schilde. Können die Schilde ein bisschen Energie bekommen, dass die wieder ein bisschen nach oben gehen oder so? Ja, haben wir doch jetzt gescannt. Ne. Wir sind angekommen. Achtung, Explosion. Ganz toll. Krankenstation erbittet Hilfe beim Verletztentransport.
Ich kann dem Typ halt irgendwie nicht sagen, aktualisiere Ziel. Dass er dahin fliegen soll und gleichzeitig den anderen ausweichen soll. Das ist ein bisschen komisch. Das ist die Quelle des Signals. Es scheint ein Notsignal gewesen zu sein, aber das Signal ist jetzt viel zu schwach, um noch von irgendeinem Nutzen zu sein. Vielleicht wurde es von den Umgebungs- Bist einfach nicht kompetent genug. Das kommt noch dazu. dann fliegen wir mal weg hier. Das ist wie mit den Pferden. Wenn die merken, dass du keine Ahnung hast von irgendwas, dann machen die, was sie wollen. Deswegen reite ich nicht. Obwohl wir einen recht großen Stall bei uns oben haben mit Sprungturnier jeden Sommer. So, jetzt raus hier. Das ist... Dass wenn wir oben bei uns jedes mögliche Parklücke zugestopft mit Autos, müsste man... Und Pferde. Ne, Pferdehänger haben sie im Parkplatz. Dieser Nebel weist eine sehr hohe Konzentration ionengeladener Partikel auf. Bleiben wir innerhalb des Partikelfeldes, hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Genau, das ist das, wenn man einem Eichhörnchen ein Raumschiff in die Hand drückt. Eichhörnchen im Weltall, nein. Langreichweitensonde scannen lokale Signalabrufe. Der Sturm intensiviert sich. Könntest du. Nöp. Das da oben. Danke. Alle Ziele gewählt. Sechste Sonde ab. Die Sonde ist in Position und. Die Sonde hat ein Schiff entdeckt, Captain. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Keine Aktivitäten auf Standard-Subraumfrequenzen. Aber wir sollten das vielleicht besser überprüfen. Wisst ihr jetzt echt, dass ich da hinfliege? Ja, der will, dass ich da hinfliege. Zeig mal auf dem Monitor vergrößert. Das sieht nach einem Follow. Huch! Danke für den Follow! Da kommt gleich ein Follow-Name, bitte sagen. Begeisterung. Roadrunner! Danke für den Follow! Kekse an die liebliche Stimme geben, Milch gibt's links. Kekse! Genau. Kannst du mal reparieren? Reparatur. Beginne Reparatur der Antriebe. Ihre Konsole wird aktualisiert. Der Computer des Schiffs ist intakt. Er ist verschlüsselt, aber über das Fernzugriffssystem sollten wir ran. Der Anomalie. Ei, verstanden. Schub auf Null. Okay, Kommunikationssysteme stören. Hi Agui! Hallo Agui! Wow, oh, da ist gerade wieder irgendwas explodiert. Sich zu nähern. Wir folgen dem Ziel. Was explodiert hier die ganze Zeit? Antriebe wiederhergestellt. Das kann auch sein. System reparieren, Torpedos. Verlassen die Anomalie. Ei, Captain. Versuche es zu stören. Neues Ziel erfasst. Bin drin. Zielsystem gestört. Das Schiff wurde vollständig ausgeräumt. Zahlreiche Hüllenlecks. Das muss vor kurzem passiert sein. Der letzte Logbucheintrag ist wenige Tage alt. Hier können wir niemanden retten. Okay, dann können wir das Schiff zerstören, damit es nicht noch andere hier reinlockt. Zerstören war weit weg fliegen erstmal. Ich bringe sie zum Stillstand. Ne. Ei, ei. Thank you.
Da stärken Blitze in mir ein. Oh, die Schilde halten, das ist gut. Mission Erfassung bei Umgebungswarnung, Bestätigung der Phaser, der Scanner, was? Könntest du, ich sagte, du sollst rückwärts fahren. Aye, aye, Captain. Ich bewege mich nicht mehr. Aye, aye, setze neuen Kurs. User in your channel timed out. Die liebe Shizuka ist getimeoutet, da muss ich dann gleich mal gucken. Wir müssen warten, bis wir bei 20 Kilometern sind. Wir betreten die Anomalie. Ja, Captain. Wechsle Ziel. Diese Blitzeinschläge. Das ist doch nicht mehr schön. Voll. Erfasse das Ziel. Verlassen Anomalie. Feuer? Feuer! Greife an! Erreichen die Anomalie. Okay, er ist kaputt. Warnung. Hey, wake up! Anomalie. Shizuka, ich hab's gehört, ich bin gleich bei dir. Fliegen aus der Anomalie. Impuls verbreiten wird nicht. Moment. Muss die Shizuka. User was moved to your channel. Bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ach, doofes Internet. Aber ich kann. Normalerweise kann ich selber in den Channel, aber wenn schon jemand da ist, dann sagt er mir das schon. Max-Client erreicht ist. Ah, dann muss ich die Dings erhöhen. Okay, dann muss ich mal erhöhen, dass mehr rein können. Ja. Gut. Wir haben überlebt. Noch. Also auch nichts Spannendes. Also noch passiert auch nicht irgendwie was Spannendes. Ich fliege halt rum, aber. Ei, verstanden. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Die Action fehlt noch ein bisschen. Leider nein, Van. Leider ist er noch nicht verreckt. Tschüss. Ja, Hülle 92%, Schilde behalten 100%, das ist doch was, das ist nicht mal. Die Partikelanalyse zeigt lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Ein Scan sollte möglich sein, aber vermutlich ist er von geringer Qualität. Lasst mich raten, wir sollen da zum... Was? Ich soll zum Ziel fliegen. Nee, wenn er ist nicht zu faul zum Lesen, er ist zu blind zum Lesen. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht lesen. Das ist hier so, ich bin hier dunkel. Wobei, er hat ein so ein komisches Teil vor den Augen. Das mit den Händen ist immer noch witzig gemacht. Was gibt's da zu lachen? Kannst du mal bitte ernsthaft bleiben, wenn ich hier streame? Also bitte. Ich bleib nur so ernsthaft wie du. Ach du Scheiße. Könnte ich jetzt bitte? Nein, immer noch nicht. Ach, okay, Ben wundert gar nichts. Du sollst dich mal ein bisschen anstrengen und nicht schon wieder rausreden. Als wenn ich das hier tun würde. Schilde bei 63%, wie wunderbar. Eine Langstreckensonde abfeuern, das können wir doch machen. Ah ja, erfasse
Sonde. Bist du dir sicher, dass du das machen kannst? Sonde platziert. Sie sendet. Interessant. Nämlich nicht. Der Mond weist Muster auf, die auf unterirdische Strukturen hindeuten, Captain. Ich sehe kein Lebenszeichen, aber das könnte an den atmosphärischen Interferenzen liegen. Unsere Annahme, dass das Gebiet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Also haben wir doch noch Lebenszeichen. Was? Mache Torpedos scharf. Neuer Kontakt, ein feindliches Schiff. Willst du mich verarschen? Folge dem Ziel. Scanne. Was zum Henker? Ich werde angegriffen. Über 50%. Ziel gewählt. Greife Ziel an. Scan abgeschlossen. Captain, Nachricht von der Huxley über die Notfallkanäle. Aegis, wir werden von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Ja, yeah, ist ja gut. Ich werde auch gerade angegriffen. Och, Atze, brauchst nicht Angst bekommen, nur weil du Schwerter siehst. Alles toll. Klar, neues Ziel erfasst. Schieß dir. Die sind ganz lieb, die Schwerter. Die sind ganz lieb, ja. Kann man mit denen kommunizieren? Könnt ihr jetzt mal das Ding da vor uns fertig machen, bitte? Systemzugriff. Eine auf weniger. 20%. Okay. Dann Kurs setzen. Wir müssen schnell die Huxley retten, bevor sie verloren ist, weil sie wahrscheinlich sowieso schon ist. Genau, Ben. Also zum Broadcaster sind wir lieb. ja. Deswegen habe ich die beiden ja auch. Solange man uns nichts tut, tun wir auch nichts. Die USS Huxley meldet 75% Hüllenintegrität. Torpedos scharf. Ich brauche mehr Energie auf den Schilden, bitte. Herr Winter. Keine Ahnung, warum alle das schreiben, was du denkst. Atze, wir haben doch gesagt, dass wir lieb sind. Mensch. Wir haben zahlreiche Feindkontakte. Muss nicht den Geldbeutel wegwerfen. Shit. Ja, erfasse das Ziel. Dein Geld hast du eh schon da gelassen. Jetzt hab. Wir gehen zum Schilden. Das haben wir eh schon. Toll. Erfasse neues Ziel. Initiiere Scan. Könntest du bitte? Danke. Aktualisiere Ziel. Keine Sorge, Winter, ich passe auf, dass du lieb bleibst. Eröffne Feuer, Ei. Wechsel Ziel. Greife an. Ja, komm, wir sind gleich unten. Jetzt noch einmal hinterher schießen, genau, und jetzt macht's gleich Boom. Kommt. Was sollen meine Schilde? Ich habe noch keine Schilde, Natal. Feindliches Schiff flieht. Neues Ziel erfasst. Schieße. Das war's. Gut. Abgehauen. Leute. Ei, Captain. Schub auf Null. Hallo? Geschafft. Die Huxley ist sicher. Danke für die Hilfe, Aegis. Aber ich fürchte, wir brauchen noch mehr. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen schleunigst zurück nach Edinov. Aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn sie vorausfliegen, können wir ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chefingenieur. Okay, dann fliegen wir halt nach Edinos. Jawohl, Warp. Edinos. Warp vorbereiten. Initialisiere Warp-Protokolle. Weise der Lead zu. Warp-Kurs gesetzt. Gehe in Warp-Position.
sind auf Vektor bereit für Warp. Kurs steht. Ei, verstanden. Was soll das eigentlich sein? Eine riesen Solaranlage oder blaue Sensorkristalle? Wer weiß es. USS Huxley sicher angekommen, Captain. Weltraummüll. Danke für das Geleit, Aegis. Ab hier schaffen wir es sicher allein. Okay, und was machen wir jetzt? Mission geschafft, glaube ich. Vor den blauen Weltraum-Dingern. Yep. Aber gut. Wir haben jetzt, glaube ich, die. Ja. Ja. 1,5 Stunden voll. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sorry für die Unterbrechung zwischendurch. Das mit dem Ton, also ich werde jetzt erstmal meine Brille einsenden lassen und reparieren lassen. Weil so ist scheiße. So geht das ja nicht. Ja. Interessantes Spiel bei Mary und interessant. Das ist immer so die Frage, wie meinst du das jetzt? Ja, Vincent, ich höre heute schon wieder auf. Das liegt bei Oculus. Möchte ich nicht länger als 1,5 Stunden ungefähr im Stream, weil es die Augen so trocken macht. Ich muss noch zum Augenarzt die Woche. War interessant, gut. Also ich werde die Brille einsenden und hoffen, dass es relativ schnell wiederkommt. Faulpelz, Vincent. Ich gebe dir gleich Faulpelz. Shisu, herzlichen Dank fürs Mitleiden und Vorlesen. Ja, bitte, bitte. Hast du ja wieder ein paar Kekse bekommen. Yay, Kekse. Morgen gibt es einen langen Stream. Morgen gibt es einen längeren War Thunder Stream. Aber heute mit der Oculus, also ich habe auch schon wieder im Spiel so immer wieder so Aussätze gehabt, wo sich einfach das Bild nicht weiter bewegt hat. Die muss eingeschickt werden. Und ja, Xion, wieder 12 Wochen drauf warten, dass die neue kommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, von der Tonqualität war es gut, weil, also von meiner Sprachqualität, nicht von dem Inhalt, sondern von dem, wie sage ich das jetzt, also so wie der Ton bei euch ankam, weil ich habe ein neues Mikro und das kam heute zum ersten Mal zum Einsatz, deswegen habe ich hier das an der Seite nicht gebraucht und wollte ja eigentlich auch komplett ohne Headset auskommen, aber hat ja leider nicht ganz funktioniert. Ich gucke jetzt noch, an wen ich euch weiterschicken kann. Und morgen der Stream wird auch so um 6 Uhr anfangen, aber dann wirklich ein längerer, oder 5 Uhr rum, aber dann wirklich ein längerer Stream. Ich schalle. Also doch der Spuckschutz. Ja. Scheiße. Ja. Doch der Spuckschutz noch dazu kaufen. Ich habe gedacht, da wäre einer dabei bei dem Mikro, um dann festzustellen, dass keiner dabei war. Und ich weiß auch schon, wo ich euch hinhoste. Immer das Kleingedruckte lesen, Hörnchen. Wenn das so klar, also so groß ist das Bild von dem Mikrofon mit Spuckschutz und Stoßdämpfer. Also so groß. Und so klein drunter steht optional. Und die Scheiße ist auch noch ausverkauft. Dann werde ich das bis zum nächsten Mal richten. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal fürs Followen, fürs Zuschauen, fürs Mitsalzen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Einblick in das, was mit VR möglich ist. Ich selbst fand das Spiel jetzt zwar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob es zum Streamen so spannend ist. Da könnt ihr mir ja vielleicht noch auf Twitter oder sonst irgendwo Bescheid sagen, ob ihr davon mehr sehen wollt, wenn die Brille wieder tut oder nicht. Ich habe auch noch andere VR-Spiele, die vielleicht ein bisschen mehr actionlastig sind in petto. Aber wie gesagt, erstmal die Brille reparieren und dann weiter, weil so hat es keinen Wert, wenn da mittendrin ein Bildhänger habe oder das Bild plötzlich weg ist oder der Ton weg ist, wie gerade eben. Das macht ja keinen Sinn. Vor allem, wenn die Spiele, wo ich dann spielen will, so wie dieses hier ja dann storylastig, wo dann plötzlich so ein Riss in der Story ist, wo man ein bisschen draußen ist, das ist immer scheiße. Du spammst mich voll auf Twitter.
Kein Hit. Okay, kein Hit. Ich hoste jetzt das Pfeifchen, lasst liebe Grüße da und verteilt ein paar Niffe. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen. Uhrzeit gebe ich auf Twitter bekannt. Nochmal herzlichen Dank an dich, Shizuka. Danke an die Followers, an die Hosts und an die Subs. Bis morgen. Bye, bye. Ja, ihr Lieben.